So, und wieder, hatte Musik vergessen, wieder herzlich willkommen zurück zu FTB Infinity. Wir waren dabei stehen geblieben, eine Hardened-Dingsbums zu machen, dafür brauche ich jetzt Copper, Silber, vor allem Copper. Warum das ist, brauchen wir noch 1042, schlecht. Okay, 308, Jellori rum. Ne, wo ist es? Da ist es. Ich sehe es vor lauter sonst was nicht. Dann brauche ich noch ein Bucket und einen Schluck Redstone. Oder vielmehr den Schluck Redstone mache ich mir jetzt. Gott sei Dank habe ich den Transposer wieder gebaut. So, du baust das. Dann machst du das. Ja, perfekt. Der hört mal kurz auf anzunehmen. Weil der muss jetzt. So, schon viel besser. Weil der muss jetzt Zeug machen. Weil der hier ist zu langsam. Viel zu langsam. Das schafft er einfach nicht. Das. Und wenn ich den Hardened mache, dann. Oder einen Reinforced, dann kann ich wenigstens ansatzweise irgendwas tun. Und mit ansatzweise meine ich eigentlich eine ganze Menge. Ich mag die Musik. In der Zwischenzeit, wo der noch am Braten ist, können wir ja mal nach oben gehen und auf den Reaktor gucken, was denn der so sagt, was die Batterie so sagt. Batterie sagt okay, der ist auch noch gut am Pulvern. Und ja, wie gesagt, ich brauche gerade die ganzen 4000, hast du nicht gesehen, alles für den Tesseract. Voll geil. Und mit voll geil meine ich wirklich voll geil. Machen wir mal auf und dann sieht man nur, ach schön. Wie es auf einmal langsam wird. Bis zum Aufhören. Und gute Nacht. Tja. Ach Gott, ist das toll. Da nur noch so ein paar. Und zack, dann gehen wir wieder hoch. Aber dann geht der Pferd super schnell hoch. Naja. Finde ja schön, dass ich meine Automatik so gebaut habe. Apropos Automatik, wie sieht es aus mit dem Plutonium? Ach nee, das Plutonium kann ja gar nicht reingehen, weißt du. Ich hab doch was Plutonium. Schön. Also doch mehr als erwartet. So. Ich muss hier oben unbedingt ausbauen. Also, warum? Ja, weil mir der Boden einfach nicht gefällt. Haben wir davon eigentlich noch Blöcke? Ja, aber nur 24. Naja, es ist nicht das Beste, aber immerhin mehr als nichts, ne? So, eben mal die Fackel. Die kann man dann nämlich nach hier setzen. Und schön sein. So, so. Ja, und dann natürlich noch hier den Gang. Na, eigentlich will ich den ganzen Reaktorraum so auskleiden. Oh. Also bin ich hier doch nur ein paar Ebenen höher. Oh. Okay. Das ist zum Teil cool. Ich habe gut gebaut. Aber ich muss oben gucken, dass ich oben mehr mache, weil hier ist leider langsam zu viel. Das heißt, ich lege mir eine von den Leitungen irgendwie nach hier oben drauf, weil es wird einfach nicht mehr. Ich verliere, wir müssen, oh, muss der noch braten? Oh Gott. So viel. Was ist das? Achso, der Ignis Extruder, stimmt ja. Mit meinem Lava-Generator. Wie sieht es eigentlich oben aus? Ich muss mal kurz gucken, was es mit den Dingens hier macht. So, ja, Entschuldigung, sieht. Okay, Uran und Slime werden immer als erstes gebaut und dann die Ender und dann die Blazes. Okay, gut. Ja, das ist gut. Ender. Nur so viel Ender. Krass. Tier, Uran. Ja, also das sind wirklich ein paar viele Seeds. Ja, hier meine mehr oder weniger Zelle. Hat die eigentlich ein Plus oder ein Minus? Minus von 17. Wieso hat die Minus? Hä? Kommt hier nicht genug Strom an? Hä? Hier kommt nicht noch Strom an.
Ja, da würde ich schon gleich mal sagen, leiten wir doch direkt mal mehr durch, ne? Da ist jetzt ein leichtes Plus zu verzeichnen. Okay. Akzeptable. Ja, gut ist unter anderem, dass ich hier oben jetzt zwei von den Dingern hier, von den Harvestern habe. Das geht alles dann ein Stück schneller. Bäume können schneller nachwachsen und so. Das hat auch nochmal dazu beigetragen, dass die Farm besser läuft. Ja, stimmt. Wie weit ist der Rotor? Der Aua. Dürfte ja auch bald fertig sein. 50, gerade jetzt bei der Fähre, bei 50%. Das Ding, das hält und hält und hält immer besser. Naja, ich meine, beschweren tue ich mich deswegen nicht, aber was ist das denn? Ich krieg gerade eine Nachricht. Gratis Joker? The fuck ist das denn für eine App? Okay. Also, nachdem die Aufnahme beendet ist, muss ich gleich erstmal mein Handy entmüllen. Da ist irgendeine App drauf, die Werbung drauf schmeißt. Also, kick weg damit. Was wollte ich jetzt? Ja, genau, mein Ofen. Okay, der Pulverizer ist leer und der hat noch 35 vor sich. Ja, das läuft. Irgendwie, ein bisschen zumindest. Holz. Holz, Holz, Holz. Ich muss flicken. So. Dann brauche ich unter anderem, ne, ich bin ja auch doof, ich könnte ja eigentlich, ne, nochmal braten. Alter, das läuft sowas von bombenschnell. Aber ich frage mich, wie ich das schneller machen kann, indem ich mir mal durchleite, 250. Ich hoffe, das funktioniert, sonst ist die Leitung, ne, Leitung ist zu klein. Hm. Das ist schade. Irgendwie. Ich weiß aber nicht, wie ich dieses Rednet-Kabel aufgewertet bekomme. Ich meine, okay, der ist jetzt bei 8,24% der eigentlichen Zeit, die er dafür benötigt, ne? Und verbrennt hier eine ganze Menge Netherrack. Ich meine, guckt euch das an. Na, also das ist doch schon etwas. Aber dennoch, es muss alles schneller gehen. Ach komm, das ist mir jetzt egal. Ich will das Ding jetzt abbauen. Wieso? Nein, dann nicht abbauen. Ich will bloß das hier. Okay. Gerade ist es ein bisschen merkwürdig geworden. Oder brauchst du mehr? Ich weiß nicht, wie viel kriege ich aus dem Signal raus? Hm. Ich weiß nicht. Versuch einfach mal was. So, auf gut Glück. So, wenn er die fertig hat, dann das nächste rein. So. Ich meine, ich könnte es natürlich auch so machen, dass der dann in den hier rein tut, aber na, das ist, naja, nicht so das Wirkliche. 1, 2. Ich bräuchte echt mal irgendwie was, was hier dann reinschmeißt. Ich müsste mal gucken. Ich meine, ich habe ja noch Konduiten, habe ich noch einen Export-Bus? Nö. Habe ich nicht. So, und jetzt. Ah, nee, warte, ich brauche mehr Kupfer als das. Also, mach mal. So. Boah, gerade hängt das aber ganz gewaltig. Irgendwas ist gerade am Gange. Ich weiß noch nicht wo. Und was. So. Also, 12-mal Signalum. Das ist ja schon mal etwas. Das muss ich doch mal da reinschmeißen. Brauche ich schon Kupfer? Ich brauche aber immer Redstone. So, das da reinschmeißen. Dann wäre die drei Eimer. Ach so, ich habe ja jetzt schon die Signale um, ne? Okay. Also nochmal. Der Redstone Furnace. So, wir brauchen erstmal das Ding hier. Dazu brauche ich erstmal ein Tin-Zahnrad. So, Thermal Foundation. So, Tin-Zahnrad. Dann hätten wir das hier schon mal. Nummer 1. Dann, ich habe keinen davon.
Ich habe kein Elektrum mehr. Okay, Gold und Silber. Silber habe ich noch. Brauchen wir noch ein bisschen Gold. Gold, Gold, Gold. Mein Gold geht zu Ende. Das ist recht scheiße. Oh, okay. Ich habe noch 60 davon. Nun gut. Redstone. Furnace. Nein, das wollte ich. Das wollte ich nicht. Basic will ich nicht, ich will den Hardens haben. So, und dann bauen wir noch den Resonant. Den Reinforced, so. Mit Hilfe dem hier. So Reinforced, ne. Den habe ich jetzt, oder? Ja, den habe ich. Also brauche ich jetzt den hier. Fused Quartz ist das. Habe ich kein Quarzglas mehr? Ne, das brauche ich dafür, ne? Oder? Hardened. Geht das auch damit? Es wäre schön, wenn das damit gehen würde. Ha, ich wusste es. Habe ich wieder was gespart. Also. Redstone F. So, weiter geht's. Zweimal das. Oh, sag mir nicht, ich hab nix. Oh Gott, nö. Ich hab kein Clay. Clay habe ich 36, also habe ich wohl Clay. Habe es nur nicht geschafft, den irgendwie zu nehmen und da rein zu tun. Naja, aber das ist ja üblich für mich. Furnace. Nein, das war der falsche. Das ist der richtige. Und hep. Und hep. Ne, mir fehlen die zwei Zahnräder. Eins, zwei. Und jetzt aber hep. Es ist auch der Reinforced. So. Jetzt weiß ich zumindest, was die verschiedenen Modis machen. Das ist ganz, ganz gut. Ja, das Ding weg. Oh, ich hoffe, das funktioniert noch. Nach hinten ist Output, ne? Ja, okay, gut. Und zu der Seite ist Input. Und Input und Output. Okay, funktioniert. Denkbar alles. Jetzt brauche ich das Speed Upgrade, das Overclocker. Overclocker Upgrade, das Vieh hier. Das wird jetzt ein bisschen teurer, weil ich dafür das Pyrotheum brauche. Okay, das habe ich gedacht, dass es teurer wird. Ich habe mich geirrt. Augmentation, Redstone Control. Brauche ich nicht, will ich nicht. Nimm mal das. Das macht alles gar nichts. Obwohl, ob ich es jetzt habe oder nicht, ist auch egal. Gibt es eigentlich auch irgendwas, was zwei draus macht? Thermal Expansion. Mal gucken. Also, wir haben die Dinger. Die sind die Grunddinger. Dann haben wir Secondary Gearbox. Base Fuel Engine. Was? Requires previous levels to be installed. Highest level. Was macht das? Fuel Efficiency. Ich kapiere das nicht, das hier. Okay. Power Output. Zweimal Energy Produced. Oh, ach so. Also praktisch sowas wie ein achtfaches Engine. Minus 15 Base Fuel Energy. Oh, warte mal. Linkage Optimization. Kann es sein, dass wenn ich das irgendwo reintue, dass der dann mehr outputtet? Und dass er einfach nur das Doppelte ist, aber zweimal so also mehr Engines sind, aber Base Fuel Energy geht natürlich runter. Das heißt, ich bräuchte sowas und sowas. Muss mal gucken. Okay, das ist natürlich etwas, was nicht wirklich da ist. Das hier könnte ich nehmen und das hier könnte ich nehmen. Das ist mal ein sehr interessanter Test. Das könnte ich mir mal in Engine reinschmeißen. In ein Engine reinschmeißen. Ups. Thermal. Expansion. Das ist sehr interessant, die Theorie, die ich hier gerade habe. Einmal. Zweimal.
Das gehe ich jetzt mal hinten testen. Also, wir haben hier einmal 35% Fuel Energy und viermal, also vierfaches. Wir nehmen zuerst das hier. Plus 35 Base Fuel Energy. Wir haben nur noch 70 F pro Tick. Maximum Power ist 80. Jetzt kapiere ich nichts mehr. Okay, das kapiere ich gerade wirklich nicht. Aber das hier würde doch was verändern, oder? Oder auch nicht. Oh, requires previous levels to be installed. Ah, oh. Das heißt, ich brauche die ersten Dinger davon. Unter anderem auch. Habe ich das richtig verstanden? Deswegen sind die so billig. Thermal AX. Ich nehme es jetzt zumindest mal an. Und hoffe es. Okay, jetzt haben wir alle vier. Jetzt wird getestet. Das Ding. Da hat sich was verändert. Plus 10% Base Fuel Energy. Dann das hier. Oh. Oh. Na, das nenne ich mal Output. Und dann das hier rein. Das dürfte dann theoretisch ein Plus haben. Okay, das Redstone-Ding brauche ich sowieso nicht. Wenn ich jetzt das hier reinhaue. Oh, Alter, 320. Alter. 320 F pro Tick für ein Engine. Das schaffen die Öfen doch niemals. Ich nehme alles zurück, das schaffen die Öfen. Wow, 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 was ist jetzt kaputt? Hä? Wieso sind beide Öfen auf volle Pulle? Habe ich etwa... Ich glaube, ich brauche nicht genug Strom. Sehe ich das richtig? Dass ich nicht genug Strom brauche? Okay, testen wir mal drauf los, ne? Nein. Wo sind die Dinger? Hier, die Dinger hier. Wireless Booster heißen sie, okay. Wireless Booster. So. Wir brauchen also nicht genug Strom. Dann brauchen wir den jetzt gleich genug Strom. So, 1 KAE pro Tick. Das dürfte die Leitungen raus aussaugen. Dürfte. Wenn ich Pech habe, sogar das Ding. Noch funktioniert's. Ah. Jetzt geht's. Noch haben wir null. Noch kommen die Engines hinterher. Aber ich will jetzt mal wissen, ob die Dinger hier hinterher kommen. Weil ich glaube nicht. Siehst du hier? Hier fängt es an zu sinken. Weil sie jetzt den Dampf auch wieder brauchen. Aber das hier, das interessiert mich am allermeisten. Aber wir könnten mal so machen. Ne? Wir könnten ja mal das Ding hier da rein tun. So, 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 so. Und wie man sieht, sieht man, dass es irgendwie... Ich weiß nicht. Das ist merkwürdig. Das erste Engine hier, das braucht auf einmal irgendwie gar nicht mal so viel. Der Power Output, der ist irgendwie zu einer großen Übersättigung am Kommen. Die Frage ist, wieso? Ich rüste mal ein paar Engines damit aus. Machen wir nochmal 3, 4 von den Sets. Oh, okay. Das war's schon. Thermal Expansion. Also, davon zum Beispiel. Na, okay, wir brauchen mal davon noch ein paar. 7, 8, 9, 10. Und... Achso, die brauchen beide die gleichen. Okay, wir haben eins davon. Machen wir mal 4. 4 ist eine gute Zahl. So, 4, 4. Dann machen wir noch 1, 2, 3. Okay, jetzt haben wir keine Zellen mehr. Nochmal 10.
Passt. Wie viel habe ich? Drei, das heißt davon noch eine. Und dann davon noch welche. Ja. So, dann rüsten wir mal eigentlich ins Aus, ne? Ich könnte das eigentlich mal an die Kohle testen, da sehe ich, also an den beiden hier, da sehe ich wenigstens den Unterschied zwischen den beiden. 1, 2, noch passiert nichts. Jetzt nehmen wir das. Wie man sieht, staut sich die Energie an, ob bei der 320 raushaut. Und dann das hier. Aber die Burn-Time, die ist nicht mehr lange. Also die ist recht kurz. Hingegen dem hier, also ja, das ist deftig. Ich glaube, ich habe gerade was sehr, sehr Nettes herausgefunden. Wie ich die Engines pushen kann bis zum Schwarzwerden. Bis zum Schwarzwald und noch viel weiter. Ja, das hier strauchelt auch so langsam. Nehmen wir das raus und dann wieder. Oh, ja, nicht drei. Bin ich denn bescheuert? So. Dann noch hier oben die. Eins, zwei, drei, vier. Vier. So. Einfach mal so aus Spaßeshalber einfach mal das machen. Weil wie gesagt, das wirkt anscheinend wie ein vierfaches Engine. Aber ich bin mir nicht sicher, was das mit dem Fuel auf sich hat. Ob die Pipes das hinkriegen, vielmehr frage ich mich. Weil das ist was, was ich nicht weiß. Wenn ja auch nur eine Spannung, eine Spitze in den Pipes ist, dann habe ich echt verloren. Aber ich meine, wenn nicht, dann habe ich auf einmal wesentlich mehr Energie. Wenn die Öfen das hier hinkriegen. Aber das dürfen die eigentlich hinkriegen. Ich meine, die produzieren Steam bis zum Abwinken. Aber wie gesagt, ich muss den Dampflevel im Auge behalten. Haben wir hier 1000. Bei der da. Keine Ahnung, kann ich nicht sehen. Da ist ein Engine vor. Hm. Also noch ist der Steam-Level im Durchschnitt über 1000. Oder bei 1000. Das ist noch okay. Das heißt, ich habe tatsächlich eine Übersättigung erreicht, ne? Wow. Eins mache ich noch. Eins habe ich noch Platz. Was macht eigentlich das Blaue? Das Blaue braucht einfach nur weniger, oder? Ich glaube es. Merkwürdig ist auch, dass die auf einmal Energie anfangen zu speichern bis zum geht nicht mehr. Das ist auch sowas, was ich nicht verstehe. Wieso machen die das? Vor allem, ich sehe keinen über 244. Abgesehen von dem da hinten, der hat etwas über 300. Richtig? Ne, 244. Anscheinend machen die maximal 244. Das ist eine Frage, die ich mir nicht beantworten kann. Das macht mir Sorgen. Der Steam-Level ist okay. Scheint zumindest so. Hier ist immer noch 1000, 1000, 1000, 1000, alles wunderbar. Und hier, das sinkt nicht. Also, das sinkt wirklich nicht. Bleibt locker bei 151.000. Okay, der hier ist immer bei der Hälfte, aber will oder nicht. Das ist sehr interessant. Also, sowas rauszufinden, das ist sehr schön. Wie gesagt, 224, das ist geil. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ich hoffe zumindest, dass die hier das machen. Also, diese Base Fuel Energy. Weil wenn ich das so verstehe, wie es da heißt, ist es praktisch so, dass der Sprit, den die benutzen, wesentlich effizienter wird. Das heißt, länger hält. Ich bin mir nicht sicher. Ich müsste da eigentlich mal den hier machen.
Einfach nur so, um zu gucken. Ach nee, das war der falsche. Entschuldige. Ich muss die hier entfernen. Jetzt habe ich nämlich Base Fuel Energy, Base Fuel Energy. Aber es scheint richtig zu sein. Der ist gar nicht mehr so effektiv. Der kommt ja gar nicht gerade mal so bis nach oben. Wie man sieht. So, und jetzt, also man merke, ne, es geht alle 3 Sekunden in etwa. Jetzt hauen wir das mal rein. Ich weiß nicht, ich sehe da irgendwie keinen Unterschied. Oder doch, der hält wohl länger. Die Kohle hält länger. Ich weiß nicht, ob das mit Dampf hinten funktioniert oder nicht. Das ist jetzt die Frage. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Auf jeden Fall ist es erstmal cool, dass es überhaupt funktioniert. Dass ich so viel Energie durchpumpen kann, das ist sehr, sehr geil. Wusste ich gar nicht. Also bis gerade wusste ich es nicht. Das ist schön und neu. Aber egal, wo waren wir eigentlich? War das hier immer schon so dunkel? Ne, aber jetzt bei dem Öfen waren wir... Okay, das Ding ist drin. Requires Prefix Level to be installed. Highest Level Argument is used. Das heißt, ich brauche das vorherige. Overclocker Speed Upgrade. Ups, falsches. Thermal Expansion. Ich brauche das hier. Okay, davon habe ich irgendwie gar nichts mehr. Keine Bronze mehr. Oh Mann. Copper und Silber war das, ne? Silber und Kopepe, Kuprum, da haben wir es doch. Ich nehme an, dass das auch hier drin geht. Ja? Nö. Dann eben da drin. Kopper, Silber. Danke. Oder auch nicht. Bronze. Wie wird denn das? So, wie wird das gemacht? Industrial Craft, Industrial Tinker's Construct. Das war es nicht, was ich wollte. Ach, Mann. Thermal Foundation. Thermal Foundation. Das Ding. Also noch im Induction Smelter. Tin und Copper. Tin und Copper, nicht Silber und Copper. Tin und Copper, damals. Es ist irgendwie dunkel geworden. Tin und Copper. Es ist dunkel. Oder meine ich das bloß? Das meine ich doch nicht bloß, es ist dunkel. Das war der falsche. Das Ding ist es. Und dann nach hier. Und wieder Thermal Expansion eingeben. Dann brauchen wir das hier. Gimme nicht. Okay, dann eben nicht. Falsches Ding. Das Ding. So. Und happy, happy. Auf in den Ofen. So. Das dürfte jetzt schneller sein. Aber sicher bin ich mir nicht. Oh. Ja, das ist um einiges schneller. Der Output kommt nicht mehr hinterher. Das ist cool. Ja, schade ist, dass ich hier keinen zweiten hin tun müsste. Ich bräuchte dafür auch nochmal den höheren Dingens. 120. Willst du mich verarschen? Wie viel hat der? 160, mir rauft die Haare vom Kopf. Alter Schwede, 160. Das Ding hat man auf 20 gehangen. Ach du Kacke. Ich meine, jetzt würde ich bald mal sagen, ich habe die Energie dafür. Naja,
Ah, es geht doch mehr. Der war bloß bei einem zu hohen Stromlevel. Alter Schwede, die Engines, also nur die paar Engines hier, die sind jetzt auf volle Kapulle, Alter. Also die vier hier, das sind jetzt 960, nee, 980 RF Maximum. Ich brauche hauptsächlich den Hauptteil der Engines gar nicht mehr hier. Weg, weg, weg. Hat der was drin? Keine Ahnung, weg. Die brauche ich gar nicht mehr. Die sind unnütz geworden. Das waren jetzt, wie viel habe ich da weggerissen? 4, ne? 1, 2, 3, 4, 4 mal 8 ist 32, 320. Hä? 320 habe ich gerade weggerissen. Eines von denen habe ich gerade weggerissen. Alter, das ist einfach krank. Eins, zwei, drei. Hat das was drin? Nö. Das auch weg. So, fertig. Ey, das muss ich mit mehr Engines machen. Die Upgrades. Weil, naja, also, hallo, so viel Energie. Wenn ich die alle hier so ausrüsten würde. Ey, ich hatte Energie ohne Ende. Aber das ist eine andere Folge und ich glaube, das werde ich auch machen. Dann habe ich nämlich mehr als Energie und hast nicht gesehen. Da kann ich machen, was ich will. Da ist sogar der Reaktor oben ein Scheiß dagegen. Aber naja, das ist eine andere Geschichte. Ich werde die Folge erstmal flach legen. tja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, so wie mir gerade, dann lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Und tja, ich würde mal sagen, euch noch viel Spaß beim Spielen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Mit mehr Upgrades. Bis dato. Bye bye.